Ja, und ab und zu mal kann man seine Victors auch alleine arbeiten lassen und sie einfach den Sonntag lang ansehen. So, die Wolken ein bisschen weg, dass wir auch mehr von der Sonne sehen. Bitten wir, wenn wir weggucken, verpassen wir es. Hm? Nein, doch nicht. Na komm, Sonne, geh schneller unter. Na gut, warten wir noch ein bisschen. Bis wir uns den Sonnenuntergang weiter ansehen. Und liegen hier oben schon wieder Baumstämme rum. Na, gerade nicht wirklich. Ach, jetzt fangen sie an, die Schicht abzutragen. Da kommen meine anderen beiden Quickfans. Naja, da ist ja noch mehr als genug Platz für euch. So, was sagt die Sonne jetzt? Sie ist ein bisschen weiter untergegangen. Muss jetzt mal sarkastisch sein. Ich verstehe nicht, warum die Menschen einen Sonnenuntergang so schön finden, aber vor dem Weltuntergang panische Angst haben. Ja. Man merke, ich habe nicht gerade viel zu sagen gerade. Deswegen reiße ich doofe Witze. Hey, unser erstes bisschen Brimstone. Jetzt hat sich noch kein Baumstamm gelöst. Das Holz hier wird dann auch bald aufgebraucht, denke ich mal. Wir haben endlich Brimstone im Brimstone-Lager. Die Sonne hat immer noch keine wirkliche Lust unterzugehen.
Ja, sie bauen fleißig Brimstone ab, aber sie bauen hoffentlich auch weiter Erde ab. So, du fällst mal die restlichen 6 Bäumchen hier. Die brauchen wir auch noch, nämlich. Und dann macht einer unserer Stümpfe einen ab. Das kommt davon, wenn man zu nah am Rand wächst. Das ist echt eine tolle Auffangtaktik. Hey, guck, da rollt noch einer. Ui, dong. Jetzt watschelt er. Und jetzt rollt er wieder. Jetzt watschelt er wieder ein bisschen. Und jetzt liegt er. Sehr gut. Das sollten wir mal halb-halb verteilen. Weil langsam gibt es keine Bäumchen mehr. Also ja, das, was noch hier unten oben liegt, das, was wir jetzt hier noch gefällt haben. Viel ist es ja nicht mehr. Und ab und zu mal hier oben ein Stumpf, der abfällt. Knapp eine Stufe tief geht noch. Ja. So, 86% bis zum nächsten Breakdown. Oh, Eisen. Yay, Eisen. Mal gucken, was sagt die Sonne.
Also die Wolken sagen, dass sie sich gerade verkrümeln. Die Sonne steht noch einigermaßen am Horizont. Noch geht's den Baumstämmen gut. Na, dann sollte ich auch demnächst, also wenn das Holz hier fertig ist, hier diese Deckschicht mal weitermachen. Ah ja, man sieht eigentlich nicht mehr, dass da drunter jetzt Bäume sind. Und ja, so ein Baumstumpf zählt halt auch als Block. Die hier sehen jetzt ein bisschen lustig aus, so wie sie da drin gewachsen sind. Hat dir der da den Baumstamm geklaut? Den Lock. Ah, stimmt allerdings. Viele Locks sind da nicht mehr. Oh, das heißt, wir planen mal. Flatten. So, auf die Höhe. So. Sobald wir halt kein Holz mehr hier haben, werde ich von unseren vier Bildern drei Stück zum Erde auffüllen hier abkommandieren. Während einer halt immer wartet, dass neue Bäume. Also Baumstümpfe frei werden. Das sieht toll aus.
Aber ja, bevor ich hier oben eigentlich weiter kahl schlage, sollte ich erstmal hier unten Platz mal frei machen. Hier stimmt eigentlich auch so. Das ist das hier. Schieben wir mal nach hier. Wieder einer frei. Das heißt, ihr drei kriegt jetzt eine neue Aufgabe. Ihr dürft Erde auffüllen. So, nächstes Ziel. Cleaning Task. Hier hin. So, ihr bedient euch jetzt hier vom Stein. Sechs Prozent noch bis zum nächsten Projekt von. So, der hat im Augenblick keine Baumstümpfe mehr, weil keine wieder freigemacht wurden. So, und da fangen sie an aufzufüllen. Yay. Er steht da wie bestellt und nicht abgeholt, weil er einfach keine Baumstämme findet. So, noch zwei Ticks vom Kristall, bis wir endlich den nächsten Projekt von haben. Da wuselt es ja schon ordentlich rum an magische Energie. Entschuldigung. Also mit dem Stein, was wir haben, können wir 180 Felder bis jetzt füllen. Das ist noch nicht wirklich viel. Oh, sie haben zwei Baumstämme gelockert. Das heißt eigentlich, unser Bauarbeiter müsste jetzt gleich wieder was zu tun kriegen. Ja, er läuft los. So, ein Tick noch bis zum nächsten Brickturm. Die Sonne steht immer noch weit über dem Horizont. Vielleicht ist sie auch einfach eingeschlafen, hat gerade keine Lust mehr. Da kommt unser Baumeister. Ja, unsere Füllkompanie hat halt auch einiges zu tun. Gleich haben wir unseren neunten, dann sind es nur noch sechs, die fehlen. Jo, da
Treppe mal einzureißen, die wir nicht mehr brauchen.